Hallo und willkommen zum Mathe-Tutorium. Wir sind immer noch bei der Änderungsrate und Elastizität und Ableitung und wir sind bei der Aufgabe F. Und hier können wir es nicht so einfach wie bei der E machen mit einer Polynomdivision. Hier müssen wir definitiv mit der Quotientenregel arbeiten. Also fangen wir damit an. Quotientenregel haben wir immer bei Brüchen. Und schaffen wir uns ein wenig Platz. Und haben jetzt natürlich folgende Sache. Wir müssen als erstes immer wieder die Ableitung bestimmen. Also f von x. F' von x wird bestimmt. Und dort haben wir nach der Produktregel natürlich u' mal v. Minus v' mal u und durch v Quadrat. Gut, haben wir u also ist gleich ax plus b. Wenn wir das Ganze ableiten, haben wir u' ist gleich a zu stehen, v ist gleich cx plus d. Und V' ist damit einfach nur C. So, das Ganze jetzt zusammengebastelt. Also haben wir F' von x ist gleich. Und jetzt U' halt hingeschrieben. Na, da haben wir A mal V. Na, dann müssen wir in Klammern stehen. Cx plus D. Klammer zu. Minus, und jetzt kommt der ganze andere Kram, nämlich V', und V' haben wir gesagt, das C mal in Klammern, nämlich unser U, und U war AX, AX plus D, plus B, genau. Und natürlich dann durch v Quadrat. Und unser v Quadrat ist nichts weiter als in Klammern cx plus d, Klammer zu, zum Quadrat. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch noch ein bisschen umschreiben und ein bisschen schöner machen. Da haben wir dann nämlich a, um zu stehen, acx plus ad. Minus, und dann haben wir hier acx, und dieses Minus gilt ja auch für den zweiten Teil, also und minus cb oder bc, bc, alphabetische Reihenfolge halt her. Gut, und das Ganze natürlich immer noch durch unser cx. Cx plus d zum Quadrat. Gut. Jetzt können wir das noch weiter umschreiben. Wir erkennen nämlich jetzt dieses acx löst sich natürlich mit diesem hier auf. Und dann haben wir halt folgendermaßen zu stehen, haben wir hier oben nur noch ad zu stehen minus bc durch, naja, unser cx, das in Klammern, plus d zum Quadrat. Gut, jetzt wollen wir die Änderungsrate bestimmen. Die Änderungsrate ist f' von x durch f von x. Und dann sieht das Ganze halt wie gefolgt aus. Also haben wir hier ad minus bc durch, naja, cx plus d zum Quadrat. Und jetzt, wenn wir halt Brüche dividieren wollen, müssen wir sie mit dem Kehrwert mal nehmen. Also steht jetzt hier oben die cx plus d durch ax, ax plus b.
Naja, jetzt erkennen wir wieder Folgendes, dass dieses CX plus D natürlich auch hier genau das wie hier unten ist, also kürze ich das mit diesem Quadrat. Haben wir also oben nur noch zu stehen, dass AD minus BC durch, und jetzt haben wir hier unten zu stehen, das muss natürlich in Klammern, weil wir es ja dann mal nehmen müssen, nämlich diese CX plus D, Klammer zu, Klammer auf, naja, da haben wir dann AX plus B noch zu stehen. Ja. Das wäre es eigentlich zur Änderungsrate, und jetzt kommt halt noch die Elastizität halt dran. Die Elastizität wäre ja das Ganze noch mal x genommen. Also haben wir hier zu stehen in Klammern AD minus BC mal x, und hier unten, das müssen wir nicht mehr weiter ausklammern oder vereinfachen, das schaffen wir sowieso nicht. Haben wir also in Klammern zu stehen CX plus D, Klammer zu, Klammer auf, AX plus B. Natürlich könnten wir jetzt hier auch weiter das ganze Ding hier noch ausklammern, ist aber in dem Sinne nicht notwendig. Auch hier brauchen wir das nicht weiter, das X halt hier wieder reinbringen. Das reicht uns vollkommen als Lösung. Gut, falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könntet ihr die gerne stellen.